Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T, heute wieder zu einem schönen, klasse Thema, und zwar dem Thema, wo ist meine Motivation geblieben? Ich spreche jetzt heute mal die Fortgeschrittenen an, die langjährigen Trainierenden und die, die momentan sich im Kreis drehen. Das heißt, ihr habt ein gewisses Leistungslevel erreicht und ihr kommt nicht mehr weiter. Ja, ihr seid im Moment in der Phase des Tigers, dem man die Krallen abgeschnitten hat. Und ein Tiger ohne Krallen verhungert, der wird nichts mehr fangen. Warum? Ganz einfach. Hört mal aufmerksam zu. Jeder von euch, der ernsthaft trainiert, erinnert sich bestimmt an die Anfänge zurück. An den Tag, an dem das erste Mal im Studio war, an dem Tag, wo euch der Virus gepackt hat, Krafttraining oder auch Ausdauersport, auch andere Sportarten, das ist völlig Wurst. Das kann man auf alle Sportarten beziehen, wo es um Erfolg geht. Ihr hattet Motivation ohne Ende. Ihr wart sogar immer motiviert. Das ist so wie am Anfang bei der ersten Freundin, bei der neuen Freundin. Ja, was machen wir? Wir ziehen alle Register. Da wird aber wirklich alles ausgelotet. Warum? Weil wir was erreichen wollen. Nach einer gewissen Zeit schleicht es sich ein. Was schleicht sich ein? Die Demotivation. Wir haben nicht mehr den Biss. Wir haben nicht mehr die scharfen Krallen eines Tigers. Und was passiert? Wir befinden uns irgendwann auf einem Standpunkt, wo es nicht mehr weitergeht. Und dann werden oft überall Ausreden gesucht. Ich höre es immer, ja, ich nutze jetzt die in Dresdner, ich glaube, der Dresdner ist nicht ganz so gut, oder der Trainer, der muss also das und das machen, das ist alles nicht so, ich glaube, das passt nicht so zu mir. Und die Supplemente, was ich da nutze, naja, die sind auch nicht so besonders gut. Und naja, im Moment ist einfach, läuft einfach nicht so, weil viele Sachen, weder Trainingsplan, noch der Trainer, noch das Supplement, noch die Ernährung, sondern du bist verantwortlich für deinen Fortschritt. Warum? Du hast keine Krallen mehr. Du hast keine Motivation mehr. Erinnere dich doch mal an den Anfang. Wer kennt es noch? Ich weiß noch ganz genau. In den ersten 3, 4, 5, 6 Jahren, da war die Motivation da, und zwar bis in die Haarspitzen. Bis in die vordersten Fingerspitzen waren wir motiviert. Jede Wiederholung hat gezählt. War die nicht auch so? Ich war im Studio mit 56 Kilo Körpergewicht, so dünn, 1,80 Meter groß. So, ich wollte unbedingt besser werden, und ich habe jeden Tag daran gearbeitet. Wenn ich mir vorgenommen habe, ich habe 10 Wiederholungen zu machen, dann habe ich keine 10 gemacht, sondern meine 10. Und mir kommt gesagt, du willst besser werden, du willst besser werden. Mach eine 11. Du willst besser werden, mach eine 12. Und so habe ich immer wieder eine oder zwei oder drei Wiederholungen mehr gemacht, als ich mir vorgenommen habe. Und genau das ist das, was ich bei meinen betreuten Athleten, bei meinen Freizeit- und auch Wettkampfathleten sehe. Diejenigen, die richtig gut sind, das sind die, wo sich die eine oder andere Wiederholung noch schnappen. Nicht die, die sagen, oh, ich muss 10 machen, oh, bei 8 tut es schon ein bisschen weh. Ja, bei 9 legen wir auf, das wird schon reichen. Ich nehme dafür 2 Kreatinkapseln mehr, dann wird es das schon wieder kompensieren. Nee, so ist es nicht, sondern die Verantwortung, die liegt hier oben drin. Wenn du Erfolg haben willst, wenn du weiterkommen willst, da gibt es nur einen Weg, einen verdammten Weg. Und zwar, das ist, hol dir die verdammt nächste Wiederholung. Hör nicht auf. Nee, du hast jetzt 10 Wiederholungen, du machst 11. Nee, du machst 12. 12 Wiederholungen. Und du schaffst das, auch mit guter Technik. Warum? Weil hier oben sind die Grenzen. Nicht in hier, nicht hier. Hier sind keine Grenzen. Die Grenzen haben wir hier oben. Und alle, die schon am Anfang sehr motiviert waren, jetzt im Loch stehen, jetzt immer weiterkommen, ihr wisst es. Ihr wisst es ganz genau, ich weiß es auch. Und genau deswegen werde ich nachher trainieren gehen und werde mich wieder ganz an meine Anfänge erinnern und werde aufhören zu jammern und werde mir die verdammte nächste Wiederholung holen. So, das war's. Ich hoffe, dass viele von mir mich gerade verstanden haben, was es geht. Es geht nicht darum, sich mit dem Zustand abzufinden, den wir gerade haben, vor allem dann, wenn wir unzufrieden sind damit, sondern ich kann, wenn ich will, die nächste Stufe erreichen. Das war's. Andreas Dienbacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T, zum Thema deine Motivation, dein Erfolg, meine Aufgabe. Wow!